Jeder kann klippen. Ja. Jeder kann klippen. Wiederholt es. 12-Stunden-Tag. Auch hier in Österreich. Jeder kann klippen. Probier bitte wieder an, Rolf. Schickt ihm das bloß nicht. Auf 18 Zuschauer. Jetzt können wir 15. Gehen. Ja. 15! Das ist geschafft. Tschüss. Euch hat es nicht gefallen. Mit euch rede ich nichts mehr. Nichts mehr. Kein Wort. Wir haben sich bemüht und sind jetzt gegangen. Ja. Community! Quit living on dreams! So, wir haben es geschafft. Wir haben euch rausgeekelt. So soll es sein. Schüttelreime. Also, was die halt immer, wie heißt denn das, was die da sagen? So Bütten. Mhm. Bütten-Ding. Es war die Merkel oft am Bücken. Jetzt kann der Seehofer gescheit drücken. Sehr gut. Oh mein Gott. Oder so, die Tür öffnet Manuel. Danke, Manuel. Euler. Oder Faden. Sie kann beides einziehen. Kann beides. Was? Ja. Sie ist wie so ein fetter Kerl, der das einzieht. Also bei der Binne. Ich weiß nicht, wovon er spricht. Ich habe keine Ahnung. Was? Du Armer. Ja, ich glaube, ich muss ihn Krankenstand. Du Armer. Ja, ich habe keine Ahnung, wovon er spricht. Macht ein. Ich weiß nicht, also ich kenne das nicht. Bei mir, ich hab das immer um mich gewickelt. Ja. Drum bin ich so platt. Das sind die Samenstränge. Ich hab 40 Kilo normal. Hör auf aufreden! Oh Gott! Warum? Ein Thema noch anderen. Wir haben noch ein Mikro. Ja? Auf Isla de Merta. Ich habe mein Bestes mir gegeben. Wo ist das? Spanien? Du hast dich nass gemacht, du Wichser. Na super. Du hast dich gerade voll gib mir das an. Ich sterbe. Nee. Hör auf zu sterben, gib mir das Tuch. Ich lade den Moment, wo ist das Spanien? Können wir bitte gehen? Portugal oder ist das ein Kamm? Monsieur, wie ich habe schon gesagt, Luna Peruna macht es mittlerweile auf dem Stream. Hallo Trip, schön, dass du da bist. Luna Peruna macht ja mittlerweile auf ihrem Stream auf dem Stepper rum, um Gewicht zu verlieren während des Streams. Und dagegen werde ich vorgehen mit diesen Mini-Salamis. Mhm, ja. Ja. Moment, das kann ich besser. Okay. Wir haben hier schon mal. Okay, jetzt ist mir schwindelig. Sie ist gerade online. Mhm. Ich finde das sehr schade, dass wir vom Mainstream als Sexsymbole so dermaßen ausgegrenzt werden, oder? Das kann gar nichts. Ja. Was ist denn da los? Ja, haarig, bärtig, haarig, mit Bauch, das ist doch voll geil, oder? Die dicken Männer mit Ukulele müssen immer Over the Rainbow spielen. Ja, ich weiß. Da werden wir extra auf der dicken Schule auf die Seite genommen und der Song wird uns beigebracht. Jetzt habe ich Katastrophenschwanger gelesen, aber es heißt anders. Kastagnettenschwinger. So, nicht Katastrophenschwanger, Kastagnettenschwinger. Kastagnettenschwinger.
schwanger ist, glaube ich, mein neuer. Das ist der geilste Nickname ever. Den werde ich jetzt holen. Hey, Kronleuchter! Kronleuchter! Kronleuchter, habe ich gesagt. Kronleuchter! Hi! Kronleuchter! Kronleuchter! Black Warrior. I have no idea what to rhyme on Warrior. Like Euphoria. Cause we are sorrier. Of course. Than others. Like so our mothers. Arborea. Da ist noch eine Gehhilfe. Nice. Hier, nimm eine Gehhilfe. Geht leichter. Hi, Bruder. Gehhilfe. Yes. Demokratie ist geil. Ich muss mir den Scheiß nicht anhören. Sagen, was ich will, und ihr müsst euch den Scheiß auch nicht anhören. Demokratie ist geil, weil ich muss mir den Scheiß hier nicht anhören. Und den anderen Scheiß hör ich mir auch nicht an. Kann dich ausblöcken, Zocker, so oft ich will. Und dann verhöhne ich dich mit diesem Lied hier. Und das kann ich machen, weil ich freie Meinungsäußerung hab, kann ich für eine Weichbirne halten, wenn ich will. Dankeschön! Always heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Charing on the River, life is old. Older than the trees. Das ist das Problem, dass jeder besoffene jedes besoffenen Parodie klingt mittlerweile wie Captain Shakespeare. Ballet. Du kannst heutzutage niemand mehr mit Kopftuch sein, der einfach nur ein bisschen besoffen macht und alle glauben sofort, du bist Captain Shakespeare. Ja, das ist Kacke. Johnny Depp hat das besoffen Spielen für uns ruiniert. Er ist schuld, ja, obwohl er eigentlich auch Musiker ist, ja, der wollte gar kein Schauspieler sein, er wollte Musiker sein, aber er war kein guter Musiker. Klar, soweit. Und deswegen muss er Schauspiel, klar, soweit, ja. Ich habe, wie heißt das nochmal, a jar of dirt? Was hab ich? I got a jar of dirt. Was ist das? Ja, was ist das? So ein Ding mit Dreck drin. Ich. A jar of Holzkind, es reicht. Wir werden dich gleich feuern. Alter, die Tür. Alter, wer hat die Ballan verlangt? Wer hat die Bananen verlangt? Da liegt das. Na super. Und heute ist keiner da, der klippen kann, gell? Ja, wir haben Resonanzkörper. Ja. Wie ich schon auf einem T-Shirt gelesen habe, was ich ziemlich geil fand, dieser schöne. Wie ging das nochmal? Also, wir hatten gelesen, ja. Dieser Klangkörper wurde durch irgendwas geformt. Keine Ahnung. Oh. El Plagiator hat vor, 1000 Bits in 200 Bit-Stückchen an uns zu verklopfen. Ja, das ist sein gutes Recht, weil er kann machen, was er will mit seinen Bits. El Plagiator! Und noch eine Runde Stumpen für Vicky. Das hört nie auf. Oh Gott, der Hund legt schon wieder meine Füßen. Das hört nie auf. Vickys persönliche Hölle und das hört nicht auf. Photonenstumpen und mein Füß leckender Hund, das ist so doppelt furchtbar. Ein Photonenstumpen und der leckende Hund. Gar nicht verändert. Da hat voll ernsthaft Cute-Kitting geschrieben. Ey, das wird gemeldet. Was hab ich? Nein, wo was? Doch, hast hallo. Du, das seh ich. Das hab ich gerade gelesen. Wo siehst du was? Bei Babas Mac. Bei Tjorms Mac. Bei Tjorms, iMac. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nein, da steht nicht Cute-Kid. Bitte ändere das. Da steht Bad Kid. Mann, der das gesagt hat, ey, ich werde XX hin. El Plagiator, du sei still.
Können wir bitte irgendwie deine Brüste. Super, ich lese da gerade Brüste im Text. Können wir bitte deine Brüste. Da war doch der alte Liedtext auf, und ich habe nur gelesen, bis man ihre Brüste spüren kann. Ja, und ich so, können wir bitte deine Texte. Und das war ein Freundschaft. Die Brüste sind toll, habe ich dir schon gesagt. Also ein Lied für Vicky. Brüste sind toll. Und Vicky hat sie. Brüste sind toll. Verkackt. Und verkackt sie. Nein. So, und ihr Generation, die 20 Jahre jünger ist. Und jetzt spielt uns einen Song aus eurem Star Wars, nämlich den Prequels. Fällt euch keiner ein, weil es keinen guten gab! So sieht's nämlich aus. Star Wars, deine Mutter, Prequel. Ja, weil ich stirb. Bro. Nein, was ich dafür gespielt habe, war den neuesten Teil von God of War. Boy. Das war geil. Also ich boy. Hoffe, boy. Irgendwann einmal, wenn ich Kinder bekomme, werde ich meine Kinder nicht einfach nur Boy nennen. Oder? Gott im Himmel, kann ich bitte meinen BH ausziehen? Tschüss, heiß. Ja, darfst du. Jederzeit, gerne. Ich muss, glaube ich, soll ich vorher noch den Stream beenden, oder? Was? Bitch! Bitch! Ja, wir haben nur geradet, wir haben noch nicht beendet. So. Passt, läuft. Ich fresse gerne Leichen, weil ich ein Quiz bin, aber will nicht reichen, weil ich ein Quiz fress. Ich gehe nicht zur Arbeit, weil ich auf Twitch bin, ich habe ja so viel Freizeit, weil ich auf Twitch bin, weil ich auf Twitch bin, weil ich auf Twitch bin, mein Leben macht jetzt Sinn, jetzt wo ich auf Twitch bin, weil ich auf Twitch bin, weil ich auf Twitch bin, mein Leben macht es jetzt Sinn, jetzt wo ich auf Twitch bin. Conference jetzt Video wieder, Call. Jetzt machst du wieder deine Inder-Sache, oder? I don't know what you're talking about. I don't know. Explain it to ich me. Ich wusste es wieder. My religion don't allow to eat beef. That chicken, ich distanziere mich von diesem Content. Chicken Masala. Mit den Kartoffeln, mit den Potato Wedges. I don't know what you're talking about. Explain it to me. Könnte ich bitte einen Distanzier-Button hier kriegen? Ich distanziere mich. Nur weil ich Indisch kann. Hashtag awesome. Ich will mich jetzt nicht beschweren, ja, aber ich könnte einen längeren Ständer brauchen. Falls irgendjemand da draußen einen längeren Ständer hat, vielleicht mag er ja tauschen. Am besten, wir fangen ganz am Anfang an. Am Anfang, da war das Nichts und das Nichts dachte nichts und wusste nichts. Und nichts passierte, weil nichts kommt von nichts. Aber dann sind Dinge passiert und Dinge passieren. Ja? Um was es bei mir im Stream auch ganz, ganz heftig geht. Ja? Dinge passieren. Ja? Und nicht immer mit mir. Aber mit anderen Leuten. Ja? Es mag vielleicht eine Realität geben, in der ich Tennis spiele. Vielleicht. Irgendwo. Ja, da draußen. Ja. Eine von den vielen Dimensionen, möglicherweise. Die Verbindung ist so toll, ich kann es mir vorstellen. Ja. Bei Barov komme ich wahrscheinlich gerade so an. Vielleicht sollte ich Subtitel schalten. Da möchte man sich gar nicht von einer Bergspitze stoßen. Ja, bitte nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist eine gute Frage. Ja, schön, dass du sie stellst. Denn manchmal, wenn es draußen dunkel ist und ich ganz allein bin, frage ich mich genau dasselbe. Wo bin ich hier gelandet? Ist das wirklich mein Leben? Und wenn es das ist, warum? Warum ist es das? Warum
ausgerechnet ich hier, jetzt? Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht beantworten und ich hoffe, du kannst es irgendwann mal beantworten. Für dich, weil es eine wichtige Frage ist. Wo bin ich? Danke für diese Frage. Achso, das ist super, Mario. So, komm schon. Ja, er tut aber auf mich schon. Ja, eh. So, ah, jetzt auf dich auch. Komm, stöch auf, stöch auf. Wie? Hallo? We are horny. Ah, ja, jetzt, oh, jetzt. Oh. Hey. Damals war wirklich das harte Moment. Geschütz fahren. Ja, aber kann man wohl nichts machen. Aber ich bleibe dran und ich bin natürlich... Oh, shit. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich etwas in die Hand nehme, sinkt die Stimmung. Ja. Ja. Kann das sein, Schatz? Wie ist denn das beim Onan? Wie? Ja, Oktoberfeld! Ole, 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 ole! Da sind wir dabei! Das liegt an Zehner! Wir haben das live, und dass du teilst! Mist! Katsching! Klingeling! Beim Zinkgeld nicht! Stimmt, hat er sich verdient? Hat er sich auf jeden Fall verdient? Ich teile mit dir alles, was ich... Und wie heißen die, diese Häuser auf die Berge um? Hütten. Arof, wir lieben dich. Ja. Ja. Gut, da hat er nichts in der Arbeit, nichts anderes zu tun. Großes Herz. Zeit. Ja. Ja. Großes Legastheniker-Herz. Ich sehe da nicht, wie schaut das? Das schaut aus wie an, an Barov. Vielen, vielen Dank. Naja, letztens zum Beispiel war er auf einem Berg und hat überleben müssen. Also das war schon hart. Na gut, der hat es ja gelernt. Ja, stimmt. Also Trink, das ist wie wenn an Schneider einen Stoff hinlegst und sagt, mach was. Genau, überleb. Ja. Ne? Baralov kann bestimmt seine Zehen beim Duschen sehen. Was willst du jetzt uns damit sagen? What the fuck, was? Also, nein, ich kann... Echt, hast du das geschnallt? Ja, ich schon. Darum 0815 soll einmal 5 Minuten... Kann man den bannen, was so 5 Minuten hast Pause... Hast du das geschnallt? Wir geschnallt. Sind so blatt, dass wir unsere Zehen nicht sehen. Ach so. Wie geht das? Ich weiß es nicht. Ihr wollt das Schiff, das ich schwimmen kann. Titanic! Ja. Here's whatever I say, I don't know the lyrics. I sing something else. Ich bin sehr verstört, er kennt den Anfang. Ich kenne nicht einmal den. Ich muss mich zur dritten Mass vorkämpfen. Dritte Mass, ich komme. Oh Gott. Haben wir das gehört? Hat man das gehört? Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hat man das gehört? Nein, da muss ein Clip her. Ist nicht besser, aber egal. Ein bisschen Rock gefallen. So angeliefert. Vicky, schön, dass du da bist. Kannst du jetzt dich in Szene setzen, das kannst du sehr gut. Ich versuch's. Zeig uns deine Wikis. Lass uns gemeinsam... Soll ich meine Wikis zeigen? Vicky, lass uns gemeinsam ein Lied singen. Kannst du mir deine Brüste noch etwas gegen meinen Arm pressen, bitte? Dankeschön. Jetzt, was singen wir denn? Wir singen jetzt ein Lied, das ich verfasst habe mit meinen Songwriting-Skills. Ja. Es heißt Um die Welt. Ich bin Quiz Udeus.
Hier ist Vicky, das seht ihr eindeutig. Und wir passieren. Nein, du klingst nicht halb so schwul, aber. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Kiss their body. I'm in love with the taste of you. We pour and booze like a madman do. And till my liver is falling too. I'm in love with your bottle. Last night you were in my room. And now my toilet smells like you. Every day discovering some rum brand new. I'm in love with your bottle. Why, 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 why? Background guitar. I'm in love with your bottle.